Ja, neues Video. Da wir uns gedacht haben und auch von euch teilweise die Frage danach kam, nehmt uns mal mehr mit in euren Werkstattalltag. Wir zeigen euch immer fertige Autos, wir erklären, was wir da umgebaut haben, was wir da gemacht haben und so weiter. Was ja eigentlich ganz schön ist, was ja auch recht gut ankommt. Aber die Frage ist natürlich, was passiert hier sonst so den ganzen Tag? Und könnt ihr uns mal mitnehmen und mal wieder mehr zeigen, was so hier im Alltag abläuft? Oder was heißt im Alltag? Das gehört ja mit zum Alltag. Aber was, ja, was einfach passiert. So, jetzt habe ich hier für euch ein 1,35i Cabrio N54. Jetzt erzähle ich kurz die Story dazu. Also, das ist ein langjähriger Kunde. Der hat schon Diverses bei uns machen lassen. Immer mal wieder so kleine Wartungsarbeiten, Reparaturen, bla bla bla. Hat irgendwann mal hier von HG Motorsport den Ladeluftkühler bekommen, weil schon eine Software gemacht war. Und irgendwann kam er dann an und hat das Auto abgestellt und hat gesagt, macht das bitte mal alles neu und irgendwie taugt ihm die Software nicht, die da drauf ist und ob wir das nicht mal vernünftig machen können. So, dann bin ich mit dem Auto Probe gefahren und dann habe ich gehört, dass die Wastegates rasseln von den Ladern. Da könnte ich euch mal schnell die Lader holen. Eine Sekunde. Jetzt ist der Lader da. Wir haben den ja, wie gesagt, schon mal getauscht wegen dem Wastegate-Rasseln. So, schauen wir mal. Das hier ist der Turbolader. Verdichterseite. Da sind die drei Abgaskanäle von den drei Zylindern. Also drei und drei immer. Da sieht man die Welle drin. Dreht sich auch alles wunderbar. Aber das Problem beim N54 ist, dass hier dieses Gestänge, was zum Wastegate führt, und das Wastegate ist hier drinnen, also die Klappe, die auf und zu macht, um dann den Ladedruck zu regeln. Weil je mehr Abgas ich hier rauslasse, desto weniger Abgas strömt auf die Turbine. Desto langsamer dreht die sich, desto weniger Ladedruck habe ich, wenn man das mal so ganz simpel darstellen will. Wie funktioniert hier diese Regelung? Die funktioniert hier über eine Unterdruckdose. Hier ist ein Unterdruckschlauch dran. Am Fahrzeug selber sitzen dann die Druckwandler. Und zwar hier sind die zwei Druckwandler, die werden mit dem Steuergerät angesteuert. Und dann macht der hier halt auf oder zu. So, sieht man, so ist der zu und so ist der offen. So ist der zu, so ist der offen. Wenn der Ladedruckschlauch kaputt ist, ist die immer offen, die Klappe. Also das Steuer, also nur wenn Unterdruck da ist, zieht der die zu. Das ist eine Sicherheitsfunktion, dass der nicht überladen kann, wenn irgendwas kaputt geht. Wastegate-Klappern. Schaut euch das mal an. Die Welle hier hat elendiglich Spiel. Und das ist das, was man dann beim Fahren hört. Das ist dieses Wastegate-Klappern. Genau, und wegen dem war er hier und hat noch eine Software gekriegt. Dann lief das Auto ganz gut und dann hat er irgendwann angerufen, das war dann auf dem Weg nach Italien, dass das Fahrzeug heiß wird. Das ist auch ein Problem, was beim N54 öfter vorkommt. Und zwar hat der N54, wenn man hier unten reinschaut, sieht man nicht, aber egal, da unten ist die Wasserpumpe drin. Der N54 hat eine elektronische Wasserpumpe. Und es kommt gelegentlich vor, dass diese Wasserpumpen kaputt gehen. Und dann wird der Motor zu heiß. Dann müsstet ihr eigentlich das Auto stehen lassen und halt Wasserpumpe tauschen lassen. Und dann geht es wieder weiter. Er ist trotzdem bis nach Italien gefahren und hatte dann immer mal wieder auch so Motoraussetzer, was weiß ich. War dann in Italien in der Werkstatt und was haben die gemacht? Den Klassiker, den man bei jedem BMW-Motor macht, wenn irgendwas ist mit Verbrennungs- oder Zündungsaussetzer. Zündspulen getauscht und Kerzen getauscht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie die Injektoren nicht auch noch getauscht haben. Wie dem auch sei. Also er hat dann das Auto nach dem Urlaub wieder abgestellt. Und dann haben wir gesucht und gesucht und hatten im Fehlerspeicher immer mal wieder drin Ladedruckabweichung, Ladedruck zu hoch, teilweise auch Ladedruck zu niedrig. Und als zweiten Fehler die Auslasswarnuss. So. Die von euch, die sich ein bisschen auskennen, wissen schon, oh, Auslasswarnung, Ladedruck, könnten Zusammenhang haben. So, früher war es so, beim N54, bei der Siemens-Steuerung, die hat diesen Fehler eigentlich nicht angezeigt, diesen Warnungsfehler. Da gab es dann irgendwann mal ein Software-Update, weil ich war ja früher mal bei BMW, müsst ihr wissen, vor vielen Jahren. Und da hatte ich 2008 schon ein Auto mit dem Problem. Der hat dann immer war immer im Fehlerspeicher drin, Ladedruck zu hoch, Ladedruck zu hoch, Ladedruck zu hoch. Ja. Und dann haben wir da uns einen Wolf gesucht. Und irgendwann bin ich in der Nacht aufgewacht und habe mir gedacht, hey, was passiert, wenn die Warnaus zu träge verstellt oder nicht richtig verstellt, hin und her. Egal, auf jeden Fall haben wir dann das Warnaus-Magnetventil getauscht und dann war der Fehler weg. So, und jetzt mittlerweile ist es so, er legt es sogar im Fehlerspeicher ab. Haben wir uns gedacht, naja gut, Klassiker, Warnaus-Magnetventil, ne? Die sind dann oft das Sieb
Ich habe gerade keins da. Ich habe ein kaputtes Warnhausmagnetventil da von einem S65 Motor. Das ist dieses hier. Und wie ihr seht, ist hier ein Sieb drauf. Und wenn sich das zusetzt mit Schlamm und Barz und Dreck und so weiter, dann kommt zu wenig Öldruck auf die Warnhaus und dann verstellt ihr nicht mehr richtig. Was dann als Folgefehler zum Ladedruckproblem führt. Und dann schreibt dein Fehlerspeicher rein, Ladedruck zu hoch oder Ladedruck zu niedrig. Meistens schreibt er rein, Ladedruck zu hoch. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir die Magnetventile getauscht, gemacht, getan. Ölwechsel gemacht nochmal. Das ist auch immer hilfreich. Probefahrt, 50 Kilometer, alles super. Kunde holt das Auto ab, Kunde fährt nach Hause und am zweiten Tag gleicher Fehler wieder. Also wir wieder hingefahren, mit dem Hänger, Auto aufgeladen, hierher geholt, geschaut. Fehlerspeicher, wieder die gleichen Fehlerspeichereinträge, Ladedruckregelabweichung und die Warnhaussteuerung auslassseitig. Also, ach, das gibt's doch nicht, haben wir gerade behoben, kann ja gar nicht sein. Und dann fängt es natürlich an, nach einem Fehler zu suchen und zu forschen und zu machen und zu tun. Und wie man hier sieht, haben wir dann tatsächlich ein bisschen was an dem Motor auseinandergenommen. Das heißt, wir haben auslassseitig die Nockenwelle ausgebaut und diesen Lagerdeckel, das liegt da hinten, das zeige ich euch gleich. Und wie man hier sehr schön sieht, das ist typisch, das ist ein erste Handauto und es ist typisch immer zum BMW-Service gefahren, wenn das Auto geschrien hat, Service. So, jetzt seht ihr schon die Problematik. Alles mit Öl, verklebt, verkokt, Ablagerungen. Die Ansaugbrücke werden wir demnächst auch mal runter machen und reinschauen, wie es da drin ausschaut, wird es nämlich auch nicht besser ausschauen. Einlasskanäle werden auch ziemlich verkokt sein. Da gibt es aber jetzt eine Methode, wie wir das reinigen können. Gibt es von Motul ein System, was super funktioniert. Das haben wir hier auch bei uns in der Werkstatt. Also das können wir bei jedem Direkteinspritzer eigentlich machen. Geht dann chemisch, das heißt, man muss nicht die Ansaugbrücke runterbauen und strahlen und Dreck und eventuell irgendwelches Walnussgranulat in den Motor schmeißen oder was weiß ich. Also das geht wirklich sehr, sehr gut. So, ja, nichtsdestotrotz, also Nockenwelle ausgebaut und dann haben wir uns die Rollenschlepphebel angeschaut und ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier hinten auf denen sieht man schon, die haben auch schon so... Ja, die sind auch schon eingelaufen, die haben auch schon so Spuren oben drauf, die schauen auch nicht mehr so richtig sexy aus. Das kommt vom Öl. Das kommt vom Öl, weil das Öl zu wenig druckstabil ist an der Stelle. Einfach. Das ist ganz klar. So, und dann habt ihr hier diese zwei Lagerhälften, wo die Nockenwelle drin läuft bei dem Motor. Ja. So, da sind hier Ölkanäle drin. Und die Problematik ist... Hier hatte die diese Ringe drauf, diese Nockenwelle. Da läuft der ganze Siffe raus. So. Und ich weiß nicht, das, hoffentlich sieht man das jetzt gescheit. Hier sieht man quasi, wo die gelaufen ist. Und hier spürt man schon richtig, dass die sich hier richtig eingegraben hat. Hier auch richtig schlimm. Vorne, der vordere Ring, fast gar nicht. Da sieht man zwar hier eine hellere Spur, wo der drauf läuft, hier auch. Aber hier hinten, der hintere, der hat sich richtig massiv hier eingearbeitet. Und das ist ein Problem, was tatsächlich immer wieder beim N54 vorkommen kann. Die schauen alle gut aus einigermaßen. Die Nockenwelle an sich schaut auch nicht so schlecht aus. Da hatten wir ja hier hinten auf den Rollenhebel ein bisschen Ablagerungen und ein bisschen Einlaufspuren. Da sieht man es auch ganz leicht. Hier, da ist der Nocken auch kaputt, ganz eindeutig hier. Und schauen wir mal auf den letzten Zylinder, da sah es eigentlich auch nicht so richtig toll aus. Da geht es einigermaßen. Ja, aber wie ihr seht, diese Ursache hier, diese Rille hier, führt dazu, wenn wir die jetzt mal da reinlegen, die liegt ja hier drinnen und läuft hier. Und normalerweise kommt hier Öldruck rein, hier rein und geht dann nach hier vorne raus in das Warnhausgetriebe zur Verstellung. So, jetzt hat sich das hier nicht gedreht oder was auch immer und hat sich da reingearbeitet. Und dann führt es dazu, dass das nicht sauber läuft, dass das nicht sauber geführt ist. Ihr habt das gerade gesehen, wie ich das gerade bewegen konnte. Jetzt ist es wieder ein bisschen fester, wenn das dann nicht gescheit in der Rille drin läuft. Naja, auf jeden Fall führt es dann dazu, dass die Warnhaus nicht sauber verstellen kann. Und dann haut es euch den Fehler raus. So, das ist natürlich jetzt alles ärgerlich, weil in dem Auto schon relativ viel Zeit
Und Geld auch drin steckt, zwei neue Lader reingekommen vor kurzem und so. Also quasi der Point of No Return, wie man so schon sagt, ist eigentlich schon überschritten. Reparaturmaßnahme in dem Fall wäre Nockenwelle neu, Schlepphebel neu. Ich würde dann auch gleich die Warnungsgetriebe mitmachen, wenn man eh schon dabei ist. Kann man das auch gleich mitmachen. Die Einlassnockenwelle werden wir jetzt auch noch ausbauen und auch nochmal anschauen, wie es da ausschaut. Und dann wieder zusammenbauen und dann sollte der Fehler hoffentlich, oder nicht hoffentlich, aber dann ist der Fehler weg. Und dann haben wir da wieder unsere Ruhe. Und dann kann er da wieder schön mit dem Auto bei schönem Wetter mit offenem Dach spazieren fahren. Jetzt kommt eh erstmal der Winter, das heißt, es ist jetzt alles nicht so stressig. Aber ja, nichtsdestotrotz wäre das die Reparaturmaßnahme. Also ihr habt weder einen Turboladerschaden, wenn dieser Fehler kommt, noch habt ihr einen Motorschaden. Also ja, das Ding hat halt jetzt revidiert und gemacht, aber im Prinzip eigentlich halb so wild. So, das ist jetzt mal ein Einblick in etwas, was bei uns auch vorkommt. Und jo, so schaut das aus. Weißer 35er, braunes Leder, also eigentlich ein super schönes Auto. Muss man eigentlich aufheben. Na, super tolles Auto, 1,35 IN54 Cabrio, weiß, lederbraun, graues Dach, also schickes Ding. Ja, jetzt geht der Kompressor an. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ich habe es mal kurz mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, noch ein Video zu machen, wenn das Auto fertig ist. Yep, geschafft. Wunderbar. Also ihr habt es gesehen, Nockenwellen eingelaufen beim N54. Bisschen uncool das Ganze. Und die Fehlersuche hat uns schon ein bisschen Zeit gekostet, muss ich jetzt ehrlich gestehen, weil das ja doch eine Sache ist, auf die man nicht sofort kommt. Ich bin gerade auf Probefahrt, wir sind das Auto schon gefahren. Nach dem Zusammenbauen wieder und Steuerzeiten einstellen und so weiter. Und was soll ich sagen, ja, es lief gut. Also es hat funktioniert, scheinbar. Wir haben 40 Kilometer Probefahrt schon hinter uns, ohne Fehler, ohne alles. Ja, weil oft ist man ja der Meinung, hier mit zu wenig Ladedruck, das muss am Turbolader liegen, das muss am Unterdrucksystem liegen. Muss es nicht. Also tatsächlich durch die träge Warnausfallstellung und die eingelaufenen Nocken ist meine Vermutung jetzt, dass auslassseitig eben zum einen die Warnaus zu träge war und zum anderen die Öffnung, also der Ventilhub, einfach nicht mehr gepasst hat oder was auch immer. Auf jeden Fall sind da zwei ungünstige Faktoren zusammengekommen. Zum einen die Verstellung von der Warnaus hat nicht mehr ganz gepasst, zum anderen der Hub hat nicht ganz gepasst und ich denke, dass wenn dann eine ungünstige Konstellation vorlag, also Lastanforderung durch den Fahrer und träge Warnausverstellung und so weiter, dass dann einfach der angeforderte Ladedruck nicht erreicht wurde. Beziehungsweise wir hatten auch mal im Fehlerspeicher drin Ladedruck zu hoch, also da haben wir teilweise auch wahrscheinlich einen Überschwinger dadurch reingekriegt. Ja, interessantes Thema, also die Motormechanik, man hat es jetzt mal wieder gesehen, die Motormechanik ist durchaus auch in der heutigen Zeit immer noch sehr, sehr spannend. Ja, wir beobachten das ja auch und es gibt natürlich viele Firmen, Anbieter, Tuner, wie auch immer, die Leistungssteigerungen softwareseitig anbieten für verschiedene Motoren, also auch für den N54 zum Beispiel, auf Fabelwerte. Also wirklich teilweise auf Werte, wo ich mir ehrlich sagen muss, ist das überhaupt möglich? Tut es dem Motor, kann das dem Motor überhaupt gut tun? Ja? Und hier sieht man mal wieder ganz klar, dass auch die Mechanik unter Umständen an so einem Motor ja leiden kann. Das ist jetzt kein überzüchteter Tuning-Motor oder halt hier ist nicht Software gemacht bis zum geht nicht mehr. Wir haben, also das Auto hatte schon mal eine Software drauf, ja, muss man auch sagen. Also der hatte eine Software drauf und der Kunde war nicht glücklich. Die hat geruckelt im Teillastbereich und war von der Gasannahme nicht schön und hat Drehmoment gemacht, richtig viel, also hat den richtigen Drehmoment-Bums unten rum. Ja, aber er hat gesagt, ist nicht schön zu fahren und so. Und dann kam ja das mit der Motorstörung hin und her. Jetzt haben wir nochmal eine Software gemacht für das Auto und jetzt fährt er schön homogen, sage ich mal, hat im Teillastbereich
Kein Ruckeln, gar nichts, nimmt wunderbar das Gas an, hat bis oben raus ordentlich Leistung. Also alles in allem muss ich sagen, das Auto fährt sehr, sehr schön. Klar, ich meine, wir haben auch einen Fehler behoben. Wie weit der Fehler in die Software oder in die Leistungsentfaltung schon mit eingespielt hat und das gar kein reines Softwareproblem war, vermag ich jetzt natürlich nicht mehr zu sagen. Ja. Ich kann aber sagen, dass das Auto jetzt ordentlich fährt. Ich hoffe, ihr habt in dem Video auch ein bisschen was gelernt und ein bisschen was gesehen, was an so einem N54 eventuell noch kaputt gehen kann. Sei extra kann, das ist ja kein, muss ja nicht zwingend sein, weil das Auto hat jetzt 113.000 Kilometer drauf. Aber ich glaube, es war ein informatives, ich hoffe, es war ein informatives Video aus unserem Werkstattalltag, dass man einfach mal sieht, was bei uns sonst so passiert. Außer diese ganzen fertig umgebauten Autos, immer die man sonst so in den Videos sieht. Also wir haben auch normalen Werkstattalltag bei uns. Da gehört auch sowas dazu. Ja, die Lösung des Problems ist jetzt bekannt. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere von euch ein ähnliches Problem. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr auch schon mal so ein Problem hattet beim N54. Oder auch interessant, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr schon so für spannende Probleme, Fehlersuchen an N54 oder an anderen BMW-Motoren hattet. Weil es ist immer, glaube ich, interessant zu wissen, was sonst noch so passieren kann. Also nicht nur für uns, sondern auch vielleicht für den ein oder anderen User, der irgendwie durch einen blöden Zufall das Video findet, aber eigentlich ein anderes Problem hat. Ja, ansonsten abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Dann kriegt ihr jeden Sonntag 19.30 Uhr ein neues Video. Wir versuchen, mehr aus dem Werkstattalltag zu zeigen in Zukunft. Das ist halt immer schwierig. Denn in erster Linie sind wir ja eine Werkstatt und klar, wir haben auch einen Online-Shop und so und machen Vertrieb und Motorsport. Wir sind aber nicht in erster Linie ein YouTube-Kanal, der auch eine Werkstatt hat, sozusagen. Also, wenn sich's ergibt, machen wir gerne ein Video, nehmen euch mit. Ansonsten, wenn der Tobi da ist und Videos macht, das ist halt leider nur einmal die Woche, weil ja, anders kriegen wir es halt zeitlich einfach nicht hin, kriegt ihr da immer wieder ein bisschen was zu sehen. Aber jetzt schauen wir mal, was 2021 bringt. Wir möchten dieses Jahr noch ein Rückblickvideo machen, sage ich jetzt mal. Ein Das war 2020 Video. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch jetzt dann eine schöne Woche. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, wenn ihr wollt.